Katzen haben äußerst feine Näschen, die um einiges besser funktionieren als unsere Riechorgane. Kein Wunder ist doch der Geruchssinn neben dem Tastsinn das wichtigste Orientierungs- und auch Kommunikationsmittel. Und da Katzennasen so einzigartig sind, ist keine gleich der anderen. Dafür sorgt das Muster auf den Näschen, das mit unserem Fingerabdruck zu vergleichen ist. Bei Katzennasen gilt zudem klein, aber fein. Und so verstecken sich auf gerade einmal 20 Quadratzentimetern 65 Millionen Geruchszellen. Und diese können weitaus mehr als bloß das Futter zu riechen. Sogar Krankheiten kann die feine Katzennase erschnuppern. Wie Katzen dabei auch Krebs und andere schwere Krankheiten bemerken können, erfährst du in diesem Video. Dass Hunde teils lebensgefährliche Erkrankungen mit der Nase erkennen können, ist schon lange bekannt. Doch nicht nur diese Vierbeiner, sondern auch unsere geliebten Samtpfoten haben diese Gabe, die in einigen Fällen zum Lebensretter werden kann oder bereits geworden ist. So gibt es immer wieder Fälle, in denen schwer kranke Menschen durch Verhaltensänderungen ihrer Stubentiger auf etwas aufmerksam geworden sind, dessen sie sich selber gar nicht bewusst waren. So zum Beispiel eine unentdeckte Krebserkrankung oder andere Krankheiten, die ohne tierische Einmischung ganz anders verlaufen wären. Der Grund? Krankheiten, aber auch zum Beispiel Schwangerschaften verändern unseren Eigengeruch, in den sich unsere Miezen verliebt und an den sie sich gewöhnt haben. Stimmt damit etwas nicht, sind wir für unsere Fellnasen gewissermaßen ein anderer Mensch, beziehungsweise ein Mensch, der von einer seltsamen Geruchsaura umgeben ist. Zudem sind Katzen sehr sensibel und nehmen demnach vieles viel schneller wahr als wir. Die folgenden Dinge sind diejenigen, die eine Katzennase gepaart mit einer treffsicheren Intuition erschnüffeln kann. Krebserkrankungen. Nur wenige Krankheiten greifen so sehr in den gesunden Organismus ein wie Krebs. Das Tückische ist, dass die meisten damit zusammenhängenden Erkrankungen oft erst sehr spät erkannt werden. Schließlich können Schmerzen oder Unwohlsein in vielen Fällen mit Stress oder einem anderen belastenden Faktor erklärt werden. Tatsächlich verändert sich durch Krebszellen aber unser genetischer Fingerabdruck bzw. es befindet sich etwas in unserem Körper, das dort nicht hingehört. Vielleicht ist Schwitzen ein Symptom, vielleicht auch eine angespannte Stimmung. Vielleicht tasten wir unbewusst die Stelle ab, in der es uns ein wenig wehtut. Was auch immer der Auslöser ist, Wissenschaftler haben dazu nämlich unterschiedliche Theorien. Katzen merken, wenn mit dem Lieblingsmenschen etwas nicht in Ordnung ist. So geschehen zum Beispiel in England. Dort legte sich die eher scheue Katze Missy ständig auf die Brust ihrer Besitzerin. Da dieses Verhalten so gar nicht zum eher kratzbürstigen Vierbeiner passte, ging die Besitzerin zum Arzt. Dieser stellte bei ihr Brustkrebs fest. Bei einem späteren Wiederausbruch der Krankheit zeigte sie wieder die gleiche Verhaltensweise und veranlasste die Kranke so, schneller zum Arzt zu gehen. Perioden und Schwangerschaften. Auch der Hormonhaushalt von Frauen ist für Katzen wahrnehmbar. Und dafür bedarf es noch nicht einmal einer Verhaltensänderung. Der weibliche Eigengeruch wird durch Pheromone, also Dufthormone, charakterisiert. Hat eine Frau ihre Periode oder steht kurz davor, ändert sich dieser Geruch, was für Menschennasen nicht registrierbar ist, für Katzennasen aber sehr wohl. Die Hormone, die vor und während des Zyklus verantwortlich für eventuelle Stimmungsschwankungen sind, bleiben auch den Samtpfoten nicht verborgen. Auf Katzen wirkt das häufig wie ein Magnet. Sie werden in dieser Zeit anhänglicher, legen sich nicht selten auf den vielleicht schmerzenden Unterbauch der Zweibeinerin und manche Miezen fühlen sich sogar dazu angehalten, etwas intensiver in den Schoß zu schnüffeln. Ähnliches kann während einer Schwangerschaft beobachtet werden. Trotz des häufig anderen Verhaltens und des immer voluminöser werdenden Aussehens des Frauchens können Katzen hier anhänglicher werden. Und viele Miezen wussten dank ihrer feinen Nasen schon gefühlt Wochen vor der bestätigten Schwangerschaft, was Sache ist. Manche Katzen finden es aber auch gar nicht so lustig, wenn Frauchen auf einmal ganz anders ist und aussieht und ziehen sich dann zunächst zurück. Auch diese Verhaltensänderung kann also ein Indiz dafür sein, dass eine Frau schwanger ist. Erkältungen. Wir erkennen Erkältungen meist dann, wenn sie uns schon mit voller Wucht erwischt haben. Zwar haben wir schon Tage vorher immer mal wieder genießt und auch das gerne mal mehrmals hintereinander, aber das hätte ebenso gut an Hausstaub oder einem verirrten Katzenhaar gelegen haben können. Auch hier können Katzen schon einige Tage im Voraus ahnen, dass der Lieblingsmensch in absehbarer Zeit nicht ansprechbar ist und das Bett oder Sofa hüten wird.
Anzeichen dafür, dass du dich erkältet hast, sind unter anderem eine erhöhte Anhänglichkeit, kuscheln und sich auf deinen Bauch oder deine Brust legen. So wirst du nicht nur warm gehalten, sondern deine Mieze versucht so auch dir ein wenig Trost zu spenden und dich gesund zu kuscheln. Diabetes. Auch hier ist es bekannt, dass Hunde die Blutzuckerkrankheit erriechen können. Es gibt sogar spezielle Diabetes-Warnhunde, die anschlagen, wenn die Blutzuckerwerte des Diabeteskranken zu hoch oder zu niedrig sind. Aber wie sieht's da mit Katzen aus? Tatsächlich gibt es Fälle, in denen Katzen gewissermaßen als Diabetes-Warnsystem funktionieren können. Der Grund liegt auch hier im Geruch des kranken Lieblingsmenschen. Häufig kommt es nämlich dazu, dass ein deutlich süßerer Geruch von ihnen ausgeht, als es bei einem normalen Blutzuckerspiegel der Fall ist. Ist eine Katze sehr intuitiv, merkt sie sofort, wann sie Alarm schlagen muss und tut das auch, beispielsweise durch verstärktes Miauen. Das kann sowohl einen zu niedrigen als auch einen deutlich erhöhten Insulinwert im Blut betreffen. Zuverlässig genug, um als Begleitkatze für Diabetiker zu fungieren, ist das Ganze natürlich aber nicht. Depressionen. Krankheiten sind nicht immer nur körperlicher Natur, sondern können selbstverständlich auch unsere Seele betreffen. Jeder von uns ist schon mal traurig, unmotiviert oder kommt morgens nicht aus dem Bett. Das heißt aber nicht, dass wir deshalb unter einer Depression leiden. Häufige, starke Stimmungsschwankungen und ständig fehlende Energie, sich um Dinge zu kümmern, können allerdings erste Anzeichen sein. Und diese bleiben auch unseren Samtpfoten nicht verborgen. Nicht umsonst weiß jeder Katzenhalter, dass unsere Miezen sehr allergisch auf emotionalen Stress reagieren und dann entweder zu wahren Klammeraffen werden oder sich tagelang überhaupt nicht mehr blicken lassen wollen. Nicht anders verhält es sich, wenn unser Seelenleben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Die Veränderungen in unserem Verhalten, weniger Freude, dafür aber mehr Lustlosigkeit und Lethargie, bemerken unsere Katzen meist schon lange, bevor wir uns überhaupt dieser Tatsache bewusst sind. Auch in diesem Fall kann unser Geruch dazu beitragen, denn negative Emotionen haben ebenso einen ganz eigenen Geruch wie gute Laune und Fröhlichkeit. Epilepsie. Und auch hier nochmal weiß man, dass Hunde ein so feines Näschen besitzen, dass sie wissen, wann ein epileptischer Anfall bei Frauchen oder Herrchen im Anmarsch sein könnte. Diese Fälle sind teilweise wissenschaftlich belegt, was bei Katzen so nicht der Fall ist. Dennoch gibt es Berichte, in denen Katzenhalter erzählen, dass auch ihre Samtpfoten gewissermaßen voraussagen konnten, wann der Lieblingsmensch einen Anfall erleiden wird und sie dadurch und durch ihre Verhaltensveränderungen das Ganze anzeigen konnten. Nierenleiden oder Insuffizienz. Katzen können sogar bemerken, wenn etwas nicht mit unserem internen Recycling-System stimmt. Es gibt Berichte von Katzenhaltern, in denen die Rede davon ist, dass Katzen sich auf den unteren Rückenbereich legten, wenn mit den Nieren der Besitzer etwas nicht in Ordnung war. Ähnlich wie bei der Katze Missy, die sich auf die krebserkrankte Brust ihrer Halterin legte. Gerade der Rücken, auf dem wir meist selber liegen, ist dabei eine eher ungewöhnliche Stelle für Katzen, um sich hier auszuruhen. Umso erstaunlicher, dass scheinbar auch in diesem Fall eine chemische Reaktion im menschlichen Körper dafür sorgt, dass die feine Katzennasenampel von grün rasant auf rot springt. Auch wenn viele dieser Dinge noch nicht zweifelsfrei wissenschaftlich belegt sind, überrascht es wohl die wenigsten Katzenhalter, wenn sie hören, Katzen können viel mehr, als man denken würde. Hattest du auch schon mal so eine Situation und deine Katze hat vielleicht etwas erahnt, was sie eigentlich nicht wissen konnte? Schreib das doch mal unter dem Video in die Kommentare. Möchtest du wissen, was Katzennasen noch alles erschnüffeln können, wobei es sich aber nicht gleich um ernsthafte Erkrankungen handeln muss? Dann klick auf das linke Bild. Dahinter versteckt sich unser Video, in dem wir dir erzählen, was es wirklich mit Katzen und deinem Körpergeruch auf sich hat. Möchtest du dagegen wissen, was deiner Katze so richtig stinkt? Rechts kommst du zu unserem Video, in dem wir dir 9 dumme Katzenklofehler vorstellen, die sehr weit verbreitet sind.